herzlich willkommen zu Paddy's Garage. Heute mache ich wieder ein Tutorial über Simmelringe tauschen an einer Kawasaki LDD 440, die ich gerade restaurieren tue. Ja, und damit fangen wir auch erstmal an. Die Schraube hier öffnen, um das alte Gabelöl abzulassen. Alles schön aufheben. So. Dann pumpen wir das praktisch raus. So, jetzt ist das meiste Öl draußen. Hoffe ich doch mal. Hier kann man hier wieder drauf machen. Brauchen wir aber nur lose drauf zu machen, dass da kein restliches. So, hier unten ist ein Imbus drin. Ein 6er Imbus. Den drehen wir dann mal auf. Ach, einwandfrei, das ist ja. Normalerweise bin ich Schlechteres gewohnt. So. Legen wir neben hin. Jetzt können wir nochmal gucken, ob noch was rausläuft aus der Gabel. Dann können wir die hier auch schon ziehen. Zack. Boom. Einwandfrei. Das restliche Gabelöl gucken wir nochmal. Ja, da läuft noch was. Einwandfrei. Das legen wir zur Seite erstmal. Boah, das alte Gabel stinkt aber. Boah. Diven. Jetzt gehen wir als nächstes her und müssen jetzt hier oben den Sägering hier raus machen. Dazu nehmen wir eine Sägeringzange. In die Löcher rein. Ich hoffe doch. Ich habe den Sägering mal ausgemacht. Es war ein bisschen hartnäckig, weil der schon total eingerostet war. Ich muss auch die ganze Sache, wo man es wieder reinmache, wieder sauber machen. Jetzt haben wir den Simmelring hier. Der ist hier auch so gut wie richtig festgebacken mit dem Krempel. Ich habe jetzt den Ring hier raus. War ein hartes Stück Arbeit. Habe ich mir mit hier so rein, aber den Schraubstock habe ich mir das hier reingemacht und habe immer mit dem Gummihammer hier auf die Kante geschlagen. Immer Stückchen für Stückchen, immer ein bisschen drehen. Dann kam er schon. Der saß richtig fest, wie man auch sieht. Hat der Rost mit allem drum und dran und hier ach. Das müssen wir erstmal sauber machen. Aber gewaltig sauber machen. Dazu fangen wir erstmal ganz mit so einem Feinschmirgelpapier mal an. Wir machen das erstmal das grobe Zeug weg. Das soll immer schön sauber sein, wenn wir den neuen einsetzen wollen. Kommen wir jetzt wieder zum Zusammenbau. Hier habe ich das Gabelöl 5W10. Da gehe ich jetzt hier auf die ganzen Teile. Auch der Ring ist hier wichtig, der ist hier auch mit rausgefallen, dass der Abstandshalter, dass die Höhe von dem hier genauso gehalten wird. Kommt das dann so davor. Ich habe auch den Ring hier, den Sägering ein bisschen sauber gemacht. Auch hier
Ich alles mal sauber gemacht, dass das alles wieder schön sitzt. Ich fange jetzt an, das hier ein bisschen mit Öl zu beträufeln. Das heißt, wir schütten mal. So, droppe da rein. Sehr durchsichtig das Zeug. Da sieht man auch gleich wieder meine Finger, dass sie dreckig sind. So, das kommt dann hier rein. Dass die Schrift nach oben kommt, also Schrift drauf, was das für ein Simmering ist. Dass es hier dann oben mal wieder schön abdichtet. So, jetzt habe ich nochmal Werkzeug geholt. Eine 24er Nuss, 34er Nuss, Entschuldigung, dass wir das hier schön reinschlagen können. Dazu empfehle ich, war mal so, hier drauf, so mittig, weil das passt fast genau. Und dann mit dem Gummihammer nochmal ein paar Schläge ausüben und gucke, wie sich das. Wie der Kamerad sich setzen tut. Ja, kommt schon. Prima. Er sitzt sehr stramm, aber das ist auch so gewollt. Schlag so lang, bis das Geräusch aufhört von dem Sitzring, dass das nicht mehr wackelt, dann weiß ich, dass er sitzt und dann kann man aufhören. So, jetzt ist mir der Ring hier abgefallen. Also ist kein Problem, den drauf zu machen. Sitzt wieder wie neu. So, jetzt ist das hier drin. Und dieser innere Ring, wo ich vorhin gezeigt habe, der wackelt nicht mehr. Voilà. So, nehmen wir jetzt den Sägering. Ich mache da jetzt auch mal ein bisschen Öl drauf, dass er flutscht. Sägeringzange. Normalerweise müssten wir den mal erneuern. Dann setzen wir den ganzen hier ein. Richtig, dass er schön setzen tut. Dass er knack, 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 knack macht. Prima. So, machen wir jetzt hier weiter zusammen. Die habe ich hier mal, machen wir schön sauber. Mal gucken, ob die gerade ist. Ich habe sie mal über den Tisch abgerollt, habe jetzt nichts Großartiges gefunden. So, dann machen wir hier ein bisschen Gabelöl drauf. Ups. Auch hier. So, dass das ein bisschen gleiten tut. Dann stecken wir das jetzt hier vorsichtig zusammen. So. Und dann kommt dann die Schraube hier wieder drauf. Wird festgezogen. Prima. Ja. 100 habe ich schon drin.
nochmal 50 hier. Da müssen wir dann aufpassen beim letzten Gang. Das kommt dann wahrscheinlich bis oben raus. Müssen wir die Gabel ein bisschen schief halten, ja. Schreibst du drauf? So. Jetzt muss ich die nochmal sauber machen. Oh ja. Das wäre so gerade aus dem Werk gekommen.